Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Viele Menschen wollen wissen, wie man erfolgreich wird und suchen nach dem Rezept. Und wer könnte dies nicht besser lüften, dieses Geheimnis, als meine prominenten Gäste? Ich freue mich sehr auf Trixi Schuber, ehemalige Eiskunstläuferin und Olympiasiegerin, ist sich sicher, ohne Disziplin kein Erfolg. Um Erfolge zu erzielen, gehören Leidenschaft und hohe Kompetenz dazu. Das weiß der Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Breziner. Die ehemalige Schauspielerin und Musicaldarstellerin Gabriele Jacobi findet, dass zum Erfolg auch eine große Portion Glück gehört. Skiass Fritz Strobel hat seine Wurzeln nie vergessen. Ein guter Familienzusammenhalt ist ihm nicht nur besonders wichtig, sondern ist auch Teil seines Erfolgs. Der internationale Opernstar, Kammersängerin Daniela Fali, findet, dass man täglich seinen Zielen nachgehen sollte. Und Spitzenkoch Harald Brunner meint, Talent und Disziplin sind die Basis des Erfolgs. Und hier im Studio begrüße ich auch die Lebensgefährtin von Harald Brunner, die Edith. Schön, dass du da bist. Ein bisschen einsam, aber wir machen es uns kuschelig. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt in dieser schnelllebigen Zeit. Und es geht natürlich heute um Erfolg. Es geht ein bisschen auch darum, wie ihr das geschafft habt. Vielleicht fange ich gleich mit der Trixi an. Ich glaube, du hast als kleines Kind schon gewusst, wo es hingehen soll, gell? Als Vierjährige, glaube ich. Als Viereinhalbjährige, ja, habe ich meine ersten Schritte am alten Wiener Eislaufverein getätigt. Und meine Mutter hat eben gemeint, Eislaufen ist ungefährlicher als Skifahren, damals zu diesem Zeitpunkt. Und so hat es angefangen, es hat mir Spaß gemacht, habe keine Eislaufeltern zum Glück gehabt. Es war mein Wille und das ist besonders, glaube ich, wichtig, wenn das Kind es selber sich aussucht und diesen Ehrgeiz hat, dass man was erreichen will. Und woher hast du erfahren, dass es Eiskunstlauf gibt? Du wirst lachen, aus dem Fernsehen. Es ist 1955 damals die Staatsoper und das Burgtheater wieder eröffnet worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Eltern waren Theatergeher, große, und haben fürs Burgtheater keine Karten mehr bekommen. Da gab es damals König Ottokars Glück und Ende. Und dann ein paar Monate später ist eine Eislaufmeisterschaft übertragen worden und dann soll ich gesagt haben, das wollte ich auch. Und dann ist die Mama schon mit mir am Eislauf reingegangen. Wir werden noch über deine Karriereschritte natürlich reden, gerne, wiewohl du heute deine Medaille mitgenommen hast, Olympia 1972. Ja. Und wenn ich jetzt einen Schwenk rüber mache zum Fritz, dann sitzt da ja auch ein Olympiasieger, der, glaube ich, mit 7 Jahren begonnen hat mit dem Skifahren. War nicht mit 2 oder 3? Nein, man fängt natürlich, wenn man am Land aufwächst, als Kind an, sich zu bewegen. Und da geht man natürlich lieber aus, als man sitzt in der warmen Stube. Und Gott sei Dank, ich sage so, Gott sei Dank haben meine Eltern mein Talent entdeckt. Und das war Skifahren. Und es hätte durchaus Sportarten gegeben, wo ich nicht so talentiert war. Eislaufen zum Beispiel, Schwimmen, das war nicht für mich gewesen. Aber da bin ich schon froh. Und irgendwann fängt man das aus Spaß an. Und dann kommt der Ehrgeiz und die Leidenschaft und ein bisschen die Challenge mit den Freunden. Und dann irgendwann hört es dann, Gott sei Dank, als Olympiasieger auf. Genau. Fritz the Cat war dein Spitzname, ein bisschen wegen deines schleichenden Stils. Du bist ja so geglitten, da war nichts eckig und kantig. Naja, ich meine, es hat andere gegeben, die sind mehr mit Kraft gefahren. Ich bin mehr mit Gefühl und mit weniger Kraft gefahren. Also ich habe keine Kraft zum Bremsen gehabt. So. Ja, genau. Haben sie immer gesagt. Und nein, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und ich habe viele Spitznamen gehabt, also vom Friedel angefangen, Friedrich steht im Reisepass, also ich habe sehr viel in meinen 16 Jahren Weltcup mitgemacht. Weil du zuerst gesagt hast, deine Eltern haben dich sehr gefördert, die Familie stand immer hinter dir und du sagst auch, das große Puzzleteilchen des Erfolgs in deinem Fall ist der Familienzusammenhalt und Rückhalt. Kind hat man ja selber nicht die Möglichkeit, eine Richtung einzuschlagen. Also, und ich glaube, das ist schon eine Botschaft an jedes Elternteil. Sie sollen einmal, oder man sollte die Talente, was die Kinder haben, das muss kein Skifahrer, das muss kein Sportler sein. Man sieht es jetzt da in der Runde. Jeder dort, wo er Talent hat, ist er gut. Und automatisch macht es dann Spaß. Und
wie gesagt, mein Talent ist Gott sei Dank früher erkannt worden. Vielleicht schlummern noch irgendwo Talente. Daniela, du hast eine Gesangsausbildung und nicht nur eine Gesangsausbildung. Du hast auch eine Schauspielausbildung, du hast Theaterwissenschaft studiert, mit Preisen überhäuft worden. Und du kommst aus keiner Familie von Opernstars. Wie hat man dein Talent entdeckt? Ja, also ich komme auch vom Land und für mich war es eigentlich ähnlich. Also ich habe bei den Pfadfindern gesungen, ganz viel mit der Gitarre am Lagerfeuer, bei rhythmischen Messen haben wir gestaltet und so weiter. Und irgendwann hat die beste Freundin angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das war zu einer Zeit, wo ich hier einfach alles nachgemacht habe, blind und unhinterfragt. Und plötzlich hat diese meine erste Gesangslehrerin Dorothee Sellner damals entdeckt, dass einfach meine Stimme da in der Höhe ein Potenzial hat. Und kaum waren wir über das E2 drüber, ist plötzlich, also über so einen kleinen Übergangsphasenton, ist dann plötzlich, hat sich diese Höhe gezeigt. Und da hat sie dann gemerkt, also da ist mal was einfach so. Ja. Aber dass das jetzt zum Beruf werden würde, bei mir hat das genauso wirklich als Spaß begonnen. Und ich habe mich einfach pudelwohl gefühlt auf einer Bühne. Aber ob ich das wirklich zum Beruf machen könnte, das habe ich erst sehr, sehr spät dann überhaupt mich getraut zu entscheiden. Weil meine Eltern auch immer gesagt haben, also sehr bodenständig, was machen die Eltern beruflich? Sicher dich ab. Die Mama war eine Finanzbuchhalterin und der Papa ein Fernmeldebediensteter. Okay, also nichts von mir. Völlig was anderes. Der Papa hat immer gern Ziehharmonika gespielt und zu Hause gesungen, vor allem laut, beides. Also wirklich mit großer Liebe zum Wienerlied, das hat er mir auch weitergegeben und zu unserer österreichischen Musiktradition. Aber das war es dann auch schon. Also ich hatte da niemanden, der mir geholfen hat, aber auch niemanden, der mich eben irgendwie beeinflussen konnte, was auch gut ist. Manchmal war man es dadurch freier. Also ich bin da ganz, ich habe einfach mit 20 dann gelernt, wie singt man Mozart, ne? Und sie haben sich auch gleich, wie fährt man Eislaufen jetzt richtig? Richtig, ne? Ohne dass jemand dort stand und gesagt hat, aber das Füßchen noch höher oder irgendwas. Das war auch ein Vorteil. Nachteil, man muss sich alles wirklich selbst hart erarbeiten und tritt auch in so manches Fettnäpfchen und macht auch so manchen Fehler, den man vielleicht vermeiden hätte können, wenn man jemanden in der Familie gehabt hätte, der das vielleicht schon erlebt hat oder so. Aber du hast ja quasi eine Ausbildung nach der anderen und alles mit Auszeichnung abgeschlossen. Ja, ich bin halt dann auch so ein Typ, der, wenn er sich dann mal bei was festbeißt, das dann auch wirklich wissen will und einfach gar nicht mit einem konkreten Ziel, wo es enden soll, hingeht, sondern einfach mal versuchen, wie weit geht es überhaupt? Was ist das Beste, das möglich ist? Also ich habe mir da keine großen Endziele gesetzt, vielleicht ganz im Hinterköpfchen, aber das habe ich nie wieder erzählt. Aber einfach so, versuch das Beste jeden Tag und schau einfach, wie du so Step by Step einfach weiterkommst und schauen wir mal, ob es irgendwohin genügen kann. Also du hast schon zu Hause erzählt, ich gehe jetzt quasi und mache die Prüfung oder ich mache jetzt da quasi, geht den Weg. Das hast du schon erzählt? Ich habe das immer erzählt und ich hatte das große Glück und bin auch da wahnsinnig dankbar, dass meine Eltern mich da immer unterstützt haben. Mhm. Also so, sie sind mittlerweile auch wirklich schon so, dass sie auch jeden Sänger hervorragend beurteilen konnten. Also das war dann einfach, da kommen wir auch rein in die ganze Chose. Sie können es nie begründen, aber sie haben schon ein Gefühl dafür entwickelt. Und sie waren immer dabei. Ja. Weil bei der Gabriele Jacobi war es ja so, liebe Gabriele, du bist ja heimlich zur Prüfung ins Reinhardt-Seminar. Ja, damals. Wieso? Ja, weil ich wollte nicht, ich habe so Angst gehabt, wenn ich durchfall, weil meine Eltern wollten das natürlich nicht. Ich habe natürlich auch vorbelastet, ich habe die tollen Filme gesehen, alles, mein Vater hat 250 Filme gemacht, die Filme von der Mutter, zwei Stars und ich habe immer gehört, um Gottes Willen, also wenn du nicht die Erste bist und wenn du nicht in der vordersten Reihe tanzt und bist, dann ist das nichts und dann sollst du das nicht machen. Und die Einzige eigentlich, die an mich geglaubt hat, war meine Großmutter. Und in St. Wolfgang, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich dann schon mit so 4, 5 Jahren habe ich schon Theater gespielt, aber nur vor ihr. Ich hab mich nur ihr ein bisschen geöffnet. Ich habe so eine Angst gehabt, dass die Eltern das erfahren und wollte das gar nicht. Und dann bin ich zur Prüfung gegangen ins Reinhardt-Seminar und habe unter der Nummer 17, das ist meine Sternzahl inzwischen, habe ich es dann geschafft und habe die Prüfung gemacht. Dann habe ich es erst gesagt, dass ich das gemacht habe. Und in der ersten Reihe saß damals die Nicolette und der Livert. Und die Nicolette hat immer gesagt, na, die schaut irgendjemand so ähnlich. Weil wir haben damals keine Namen angegeben, sondern Nummern. Es waren nur Nummern. Was ja vielleicht gescheit ist, nicht? Ja, sehr gescheit, damit keine Protektion. Also ich habe bestimmt keine Protektion gehabt. Weil meine Eltern waren sowas von dagegen. Aber wie? Aber du bist sozusagen in dieser Künstlerfamilie
Familie groß geworden. Ja. Du hast schon geschnuppert, als Kind schon. Dein Großvater Wilhelm hat ja auch Pension Schöller geschrieben, ja, das ja auf und ab gespielt wurde. Ja, Pension Schöller ist der Opa von der Gabriele. Das ist der Großvater, ja. Ja, das wissen die meisten gar nicht. Genau. Mhm. Das heißt, du hast ja das quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen. So ist es ja. Und ich wollte aber natürlich nie Tänzerin werden, obwohl ich diese tollen Filme und diese Revuen und alles gesehen habe. Es hat mich fasziniert. Aber ich wollte nie Tänzerin werden. Also ich wollte das nicht machen, sondern ich wollte dramatische Schauspielerin werden. Naja, das ist ja dann auch nichts geworden. Also dramatische bin ich nicht geworden. Aber ich bin zu Hause eine Drama Queen. Da war viel Drama. Zu Hause hat es viel Drama gegeben, ja. Naja, und dann war das schon das erste damals zum Beispiel in Salzburg im ersten Engagement mit dem Brandauer habe ich das erste Stück damals und die große Rolle damals gespielt in die in Wie es euch gefällt Shakespeare. Und war gut, ist gut angekommen. Aber dann bin ich eingesprungen in der ungarischen Hochzeit als Etelka. Und das war natürlich der Erfolg, weil die Leute wollten immer nur sehen, eine zweite Marika Röck. Ja? Und auch später in den Jahren in der Josefstadt oder in den Kammerspielen, die Leute wollten immer eine zweite Röck sehen. Und einmal habe ich was erlebt, wie ich rausgegangen bin nach der Vorstellung und da waren zwei alte Damen und die haben sich unterhalten und da habe ich mitgespielt. Und da haben sie gesagt, mein Gott, die schaut ja so ähnlich, die Bewegungen und die Stimme und alles. Aber warum hat sie nicht ihren Akzent? Weil ich habe mir nämlich gedacht, im Vorfeld der Sendung, habe ich mir gedacht, eigentlich und im Vergleich zu Daniela muss das ja ein wahnsinniger Vorteil sein, wenn man eben so wie die Hörbigers, wenn man eben Eltern hat, die einem ein bisschen so die Rutschen legen oder wenn man zum Casting kommt und dann heißt es, da ist man schon. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Furchtbar, weil es wird viel mehr verlangt, man muss viel besser sein, man muss sich viel mehr bewähren. Ja. Und also mir hat das nie geholfen. War das auch immer so ein Druck, auch von der Mama ein bisschen? Na, sie wollte es ja nicht. Erst wie die Erfolge kamen, dann hat sie es ein bisschen anerkannt und hat gesagt, also vielleicht war die Entscheidung doch richtig. Ja. Und hat sie dir auch Tipps gegeben? So ein bisschen so passiert? Nein, überhaupt nicht. Ja, Tipps hat sie schon gegeben beim Fotografieren. Du musst dich so halten, setz dich auf einen Stuhl, der nicht einsinkt, sonst bist du dick und so. Was natürlich stimmt. Ja, klar. Und besonders bei den Kleidern. Also da war sie ganz kritisch. Aber eigentlich, nein, ich wollte es ja gar nicht. Ich wollte gar nicht, dass sie mir da was sagt. Ich habe das nie mit ihr besprochen oder über eine Rolle gesprochen. Nein. Dafür waren die Regisseure da. Du konntest dich sozusagen innerhalb der Familie auch emanzipieren, nicht du deinen eigenen Weg gegangen bist. Ja. Und ich nehme an, so prominente Menschen, Harald, werden ja bei dir wahrscheinlich auch ein- und ausgehen und sich bekochen lassen. Ich freue mich also wahnsinnig, wenn die prominenten Menschen kommen, wenn die Gäste kommen. Weil ohne Gäste kostet nichts zum Kochen. Ne? Ja, genau. Ja. Wie hast denn du begonnen? Hast du schon als Kind gewusst, das ist Ich muss Weg? Ehrlich sagen, wir kommen alle vom Land, ich auch. Meine Großmutter hat mir da sehr viel dazu beigetragen. Und damals gab es auch die ersten Kochsendungen im Fernsehen, wie er geheißen hat. Und die habe ich gesehen. Und auf das hinauf habe ich gesagt, ich möchte auch einmal kochen können und vielleicht komme ich einmal ins Fernsehen. Und heute bin ich da. Das ist ja Wahnsinn. Kochen kann ich auch. Und das ist ja das Wichtigste. Das Schönste an einem Kochen ist ja wahrscheinlich wie in einer jeden Kunst beim Schauspiel, wenn der Vorhang aufgeht, sagen wir immer wieder, wenn unser Business beginnt, geht auch der Vorhang auf. Und da müssen wir wirklich volles Programm abliefern. Ich habe ein sehr gutes Team, Gott sei Dank. Und die Gäste müssen happy sein. Und das ist das Schönste. Schmecken muss. Und wenn ich dann rausgehe und sie sagen, hast du gekocht, geschmeckt hat es uns nicht. Aber ich kriege trotzdem den Applaus, dann bin ich sehr zufrieden. Das ist schön. Na, der Fritz fragt deswegen so neugierig, weil er ja auch jetzt mit Gastro zu tun hat, gell? Mit Gastro bedingt. Ja. Wir züchten Angusrinder und wir haben vorher schon ein bisschen philosophiert. Und da beschäftigt man sich natürlich auch mit Kochen. Wir werden einmal kochen mit ihm. Er nimmt das Fleisch mit und wir kochen. Ja. Ich habe so eine spezielle Rotisserie, nennt man das, in meiner Küche. Da kann man so groß Pièce, diese alte Geschichte, wo man wirklich ganze Stücke
Brät. Und das kann man machen bei mir. Mhm. Und da werden wir Seifleisch kochen und dann werden wir schauen, ob es kann und ob das. Die Qualität ist immer das Wichtigste. Ja. Mhm. Beim Kochen, das ist einmal so. Ja, ja. Du kannst das, früher haben wir immer gesagt, dass nichts kann der Koch auch was machen. Das stimmt nicht mehr. Du brauchst wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Und wir haben Top-Produkte. Das kann man, immer, das muss man schon sagen. Das kannst du, ja. Du. Österreich ist schon ein Land der Qualität und es gibt sehr viele gute Produzenten und natürlich auch gute Köche. Und, ja. Ich freue mich schon. Na klar, weil die Challenge. Beste Qualität, wenn du einen gescheiten Koch oder schon. Köchin hast, dann ist das auch eine Kunst. Die eine Kunst, das genau. Talent dazu. Ja. Und du musst wirklich abrufbereit, das ist so wie wenn er runterfährt. Ja. Muss auch wissen, wann er springt. Ne? Ja, und in der Küche musst du auch wissen, wenn du den Kochlöffel umrühren musst, das Pfandl, weil sonst brennt der Zwiebel an. Ja, ja. Seht ihr, wenn ich jetzt euch alle anschaue, über das alles hat sich Thomas Brezina Gedanken gemacht in seinem neuesten Werk, über den Erfolg. Und dass man quasi es schafft, seinen Weg zu gehen, wenn man will. Da kann einen nichts und niemand aufhalten, gell? Ja, das Buch heißt Erfolg ist, wenn du es trotzdem schaffst, wie dich nichts und niemand aufhalten kann. Weil es ist meine tiefe Überzeugung, und das habe ich jetzt so oft beobachtet, dass in vielen Menschen wesentlich mehr steckt, als sie sich zutrauen und dass sie wesentlich mehr Möglichkeiten haben, als sie glauben. Aber man muss schon einmal sehr ehrlich zu sich sein und herausfinden, was man wirklich machen will und wie man das umsetzen kann. Aber wie weiß man das? Naja, du weißt, also ich halte es immer für sehr, sehr gut, in die Kindheit zurückzuschauen. Wir haben das ja jetzt gerade fünffach gehört. Mhm. Was hat dich als Kind begeistert? Was hast du gerne gemacht? Was war eine Leidenschaft? Wo bist du wirklich drin versunken? Das sind einmal schon ganz gute Richtungen. Okay. Und dann muss man auch noch etwas machen. Viele gehen davon aus, wo verdiene ich viel, wo habe ich bestimmte Arbeitszeiten etc. Das ist völlig in Ordnung, wenn das jemand will. Den Preis, den man unter Umständen dafür zahlt, ist, dass man keine Tätigkeit hat, die einen erfüllt. Eine Tätigkeit, die dich nicht erfüllt, wird selten erfolgreich werden. Mhm. So. Und das ist ein Entscheid. Und da muss es auch zeitweise so sein, dass du sagst, mir ist es das wert, ich will das machen, was mich begeistert. Und da verzichte ich auch zeitweise auf etwas. Das heißt ja nicht immer, aber da gehe ich auch durch Zeiten, die vielleicht nicht so einfach sind. Dann muss die Leidenschaft groß genug sein. Und das war bei dir ja auch so. Du hast schon als, kaum konntest du lesen und schreiben, hast du schon die ersten Geschichten. Oder schon vorher wahrscheinlich. Nein, vorher nicht. Aber ja, ausgedacht habe ich es mir immer. Das war was Selbstverständliches für mich. Ich habe mit 8 Jahren zum ersten Mal versucht, ein Buch zu schreiben. Und mit 16 habe ich einen großen Wettbewerb gewonnen mit Fernsehdrehbüchern. Also mein Weg hat in diesem Studio hier begonnen. Ich habe als Puppenspieler hier gearbeitet beim Arminio Rothstein. Und als ich 20 war, also nach der Matura, kam der Chef des Kinderprogramms einmal bei einer Aufzeichnung rein und hat gesagt, ich habe gehört, Sie studieren Theaterwissenschaften mit meinem Sohn. Habe ich gesagt, ja, das stimmt, wir sitzen nebeneinander auf der Uni. Und er hat gesagt, ihr seid zwei wirklich blöde Burm, weil das ist das nutzloseste Studium, das man machen kann. Das will ja wohl die Daniela nicht hören, aber ich schon gar nicht. Hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, aber Sie können bei mir eine praktische Ausbildung machen. Sie fangen als Regieassistent an. Ich hatte keine Ahnung, was ein Regieassistent macht. Und dann hat er gesagt, Sie haben einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe das gelesen, das kann ich nicht brauchen. Ich will was anderes, schreiben Sie mir das und jenes. Und so habe ich begonnen, Fernsehdrehbücher zu schreiben, als Regieassistent zu arbeiten. Und ich war mit 21 Regisseur bereits. Also das ging wirklich dann sehr schnell, weil ich es so gerne gemacht habe. Und ich habe es auch sehr ernst genommen. Und vor allem eben nicht nur gerne, sondern auch das Talent und die Begabung. Weil was du quasi angegriffen hast, also was du dir ausgedacht hast, ist ein Erfolg geworden, nicht? Vieles davon, auch nicht alles. Wie viele Bücher hast du in der Zwischenzeit? Mittlerweile auch für Erwachsene? Also nicht nur für Erwachsene habe ich sehr viele Titel geschrieben. Ich habe die Erwachsene-Fortsetzung der Knickerbocker-Bande geschrieben. Das waren jetzt schon 3 Bücher. Ich habe, glaube ich, jetzt 5 Ratgeber geschrieben. Und da ist eben Erfolg ist, wenn du es trotzdem schaffst, ist der neueste. Ja, genau. Ich habe die Bibel in Reimen geschrieben. Die ist jetzt erst rausgekommen. Und zu meiner großen Überraschung, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, was sich daraus alles entwickelt und wie viel Begeisterung das bei Erwachsenen auch auslöst. Das war eigentlich ein bisschen geplantes Kinderbuch. Wir wussten aber bald, dass es auch für Erwachsene geht, weil viele eben sich sehr dafür interessieren, aber der Umfang der üblichen Bibel ist zu viel. Und ja, sehr, sehr viele Sachen. Es ist eine Und in vielen Richtung. Sprachen übersetzt. Du also hast gefragt, Entschuldigung, wie viele Bücher? Ja. Ich kann es genau sagen, es sind 580. Oh, geschrieben. Das Schönste ist bis zum heutigen Tag, dass ich in Österreich, in Spanien, in der Türkei oder eben auch in China kommen Erwachsene auf mich zu und sagen, danke für eine schöne Kindheit. Ja.
Und als Mensch, der für Kinder schreibt, gibt es nichts Schöneres. Ja. Dass jetzt Erwachsene meine Bücher wiederlesen, die ich eben für Erwachsene schreibe, und in diesem Riesenausmaß, das freut mich. Und darum mache ich weiter und weiter. Und wo schreibst du am liebsten? Also hast du so ein, gibt es so einen... Ja, ich habe zwei Orte. In meinem, hier in Wien, in meinem Garten steht ein roter Wagen, also so ein Wohnwagen, schaut aus wie ein Zirkuswagen. Da drinnen schreibe ich in Wien. Der ist wunderschön eingerichtet, beheizt, klimatisiert, alles je nachdem, was man braucht. Dort sitze ich und schreibe ich, weil ich muss aus dem Haus gehen, woanders hin, und dann kann ich mich gut konzentrieren. Und ich schreibe seit 30 Jahren in London. Das ist meine zweite, meine literarische Heimat. Da wohne ich mitten in der Stadt. Und das genieße ich sehr. Das ist für mich etwas Wunderschönes. Da ziehe ich mich zurück und da sitze ich und schreibe Tag und Nacht. Und der Fritz heute hört wahrscheinlich auch zu, weil du hast auch ein Kinder-Jugendbuch. Also ich habe jetzt gerade Er hat mitgespielt in Tom Turbo. Tom Turbo haben wir schon am Mölltaler Gletscher einen tollen Dreh gemacht. Das war, der läuft noch immer, die Folge. Ja, das, und ich werde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wann es läuft. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, im Vergleich zu 500, ich habe gemeinsam mit einer Autorin drei Kinderbücher geschrieben. Ah, doch schon? Ja. Schau. Geht auch um, es geht um Skifahren. Es gibt ein bisschen ein Ratgeber über Lawinen, über Olympia. Aber wie gesagt, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, wenn man dann die Kinderaugen sieht und die haben erfreut mit einem Buch. Es ist ja nicht ganz einfach, wen fürs Lesen zu begeistern. Das ist ja, das muss man ja auch sagen, in der heutigen Zeit. Aber ja, lesen immer weniger die Kinder, weil sie viel zu viel mit den Smartphones und Handys am Handy lesen. Halt, Du hast auch ein Buch geschrieben, oder? Ja, ich habe auch vor ein paar Jahren das Kür meines Lebens geschrieben. Ist das eine Autobiografie? Autobiografie. Viele haben mich gefragt, weil ich ja im Sportbereich beim Eiskunstlauf als die Pflichtkönigin bekannt bin, weil ich habe ja diese Pflichtfiguren mit einer derartigen Exaktheit aufs Eis gezeichnet, dass das also in die Geschichte eingegangen ist. Ich wollte immer besser und besser werden in der Pflicht. Und meine Stärke war natürlich, weil ich gewusst habe, ich bin so stark in der Pflicht, ist es auch in die Geschichte eingegangen, dass meine Konkurrentinnen so eine Angst gehabt haben, die waren nervös und ich war die Ruhe in Person. In Person. Bei mir ist sogar bei einer Meisterschaft einmal der Puls gemessen worden, knapp bevor ich dran gekommen bin, meine Pflichtfiguren aufs Eis zu zeichnen, und der war auf 60. Es ist unfassbar. Und darum war das eben die Pflicht, nicht als die Pflicht meines Lebens zu bezeichnen, weil die Pflicht hat mich zur Kür gebracht. Mhm. Aber weil ich plane jetzt auch ein zweites Buch, weil ich da ein bisschen unter Autoren bin, nicht bei 580 oder 3, aber ich versuche auch für nächstes Jahr zu meinem 50-jährigen Olympiasieg-Jubiläum auch so einen Ratgeber herauszubringen, wie man aus Krisen wieder herauskommt. Ich habe selber 1966 ein Erlebnis gehabt bei der Staatsmeisterschaft in Salzburg, wo ich mich ein bisschen benachteiligt gefühlt hatte bei der Bewertung und zu meiner Mama gesagt habe, das war die einzige Meisterschaft, wo meine Mama mitgefahren ist. Ich hör auf. Die Mama war begeistert. Noch ein paar Wochen habe ich das schon bereut, und dann hat also der Verein mit mir gesprochen und die haben mich dann ein bisschen weichklopfen können und bin dann zu einer Seniorenmeisterschaft nach Edinburgh, nach Schottland gefahren, und die konnte ich auf Anhieb gewinnen. Und da ist dann schön langsam meine Karriere hinaufgegangen, bis ich heute halt dann auch das Ziel, der Weg ist das Ziel, die erste Europameisterschaft und Weltmeisterschaft 1971 gewonnen habe. Das war so. Aber bei dir kann man sagen, da war wirklich Disziplin. Es war nicht Glück, sondern es war dein Wille, die Leidenschaft, das Feuer in dir, du wolltest das unbedingt. Also es gehört natürlich ein bisschen ein Glück dazu, auch ein positives Schicksal, dass man in dieser Zeit leben darf. Und Eifer, Disziplin, Genauigkeit. Weil nämlich du ja auch Schicksalsschläge überwinden musstest. In jungen Jahren ist dein Vater, also... Ich habe mit 11 Jahren meinen Papa verloren. Genau, das war etwas, ein Schicksalsschlag. Und in dem Jahr ist sogar mein erster Trainer dann aus Österreich nach Italien gegangen. Und der war so ein bisschen ein Vaterersatz. Und der Helmut Zeibt war ein Trainer, der mir die Pflicht von klein auf
beigebracht hat oder beziehungsweise die Liebe beigebracht hat. Du musst was lieben, wenn du was machst. Das sagt der Thomas ja auch. Ne? Das ist liebt, ohne Liebe und ohne Dings geht es nicht. Ich habe zum Beispiel auch ein Schicksalserlebnis gehabt. Ich hatte einmal eine Trainerin, die mich unter Kuratel gestellt hat. Also am liebsten unter einen Glassturz. Und ich war so deprimiert, dass sogar meine Mama gesagt hat, du entschuldige, du kannst den Sprung, du bist in der Pflicht gut, mach weiter. Und Gott sei Dank habe ich dann 2 Jahre vor meinen großen Erfolgen einen Trainerwechsel durchgeführt. Und der hat mir Vertrauen gegeben. Der hat gesagt, wenn du mit 18 noch nicht weißt, wie du leben musst, kann ich dir das nicht mehr beibringen. Mhm. Und der hat mir vertraut und hat gewusst, dass ich mein solides Leben geführt habe. Und das hat mir geholfen, bin ich heute Gott sei Dank ganz oben gestanden. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Sportlern, Fritz, ihr geht es dann oft so in Gedanken, das Rennen noch einmal durch. Ist das so, dass die mentale Stärke? Die mentale Stärke, die wächst von Kindheit an. Man beschäftigt sich, also ich in meiner Situation mit Skifahren, und man hat schon als Jugendlicher, als Kind irgendwo im Kopf schon beim Besichtigen schon den Weg vor sich. Genau. Und umso besser man sich natürlich auf das einstellen kann im Vorhinein, umso leichter tut man sich. Natürlich gibt es Tage, da geht es nicht so einfach. Natürlich gibt es dann Möglichkeiten, sprich Mentaltrainer, Psychologen. Was macht der? Was macht der Mentaltrainer? Ich kann dir eine ganz lustige Situation erklären. Da war ich dann schon nach mehreren Anläufen, also es war ja nicht so einfach, mein Weg in den ÖSV, also in das Skiteam. Habe ich aber dann immer wieder geschafft. Und immer, wenn ich einen Sprung geschafft habe, habe ich gewusst, ich gehe jetzt dazu und wenn ich dabei bin, dann kann ich alle schlagen. Also das habe ich für mich gewusst. Und ich habe gewusst, im Hinterkopf, irgendwas ist noch möglich und es kann auch was Großes sein. Aber da war ich dann schon ganz frisch in der Weltcup-Mannschaft mit Größen wie Leonhard Stock, also mehrere, die Eltern unter uns wissen, wer das war, der Helmut Höflehner, Peter Wiernsberger. Ich auch. Den ersten Einsatz auch dort und dann kommt ein Schweizer Mentaltrainer, weil damals war das so ganz modern, wir müssen mentales Training machen. Jeder hat aber schon Erfahrung, jeder hat schon Olympiasiege oder Weltmeisterschaften gehabt, außer wir Jungen. Und dann ist er gekommen mit einem Wecker und hat uns versucht, in der Gruppe, so wie wir da jetzt sind, am Boden liegend, einzureden oder mental auf einen Schwung einzustellen, obwohl er nicht Ski gefahren ist. Und das hat natürlich mit so Größen wie Helmut Höflehner nicht funktioniert. Aha. Aber ich sage, wenn die Wellenlänge zwischen einem Psychologen, weil psychologisch, also das stimmt schon, ich habe mit dem Dr. Thomas Wörth sehr lange zusammengearbeitet, wenn es einmal nicht so gegangen ist, also man kann sehr viel Positives mitnehmen. Sprich, das Wichtigste ist, in der Situation, wo man losfährt, muss man alles ausgeschalten haben. Also man darf von außen, also man darf sich nur auf das konzentrieren, was vorne liegt. Und am einfachsten geht es dann in Kitzbühel, also Hahnenkammabfahrt. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich denke jetzt nur an das, was vor mir liegt, oder ich gehe beim Start wieder hinten aus. Das hab ich habe mir das nie getraut, obwohl es manchmal knapp war. Aber man lernt dann schon Methoden, ja, das was man im Kopf also zu tun hat. Mhm. Und wenn dann der Erfolg da ist, nachher weiß man gar nicht, was das Wichtigste war. Also auch, wir haben was vorbereitet. Schauen wir kurz rein und dann reden wir gleich weiter. Der Sieger von heute auf der Streif kommt aus Kärnten. Aber es ist nicht Werner Franz, sondern es ist Fritz Strobel. Neuer fantastischer Streckenrekord. Ja, es ist ein großartiges Gefühl, Kitzbühel zu gewinnen. Ich habe gewusst, wenn ich einen guten Lauf habe, dann kann ich schnell sein. Es ist ein wahrer Triumphmarsch für den großen Sieger Fritz Strobel. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist dann natürlich schon ein Gefühl, was einfach für mich, also ich kann es ja nur so sagen, als Kind weiß man nicht, wo man enden wird, aber man geht halt Schritt für Schritt immer wieder. Versucht man sich für die nächste Saison oder für die nächste Aufgabe fit zu machen. Und wenn man in Kitzbühel dann am Start steht, dann spürt man schon, ist heute ein guter Tag, wie fühlt man sich? Ja, also man hat da wirklich ein Gefühl. Und das innerliche Lächeln, das hat mir eigentlich immer geholfen. Also nicht die Verbissenheit, sondern eigentlich das Innenlachen, weil dann schaut man so in die Runde von meinen Teamkollegen und sagt, der ist gar nicht so gut drauf, aber
mir taugt es. Und, und da baut man sich dann eigentlich an die anderen auf. Und wenn man dann durchs Ziel fährt, dann braucht man gar nicht so auf die Zeittafel schauen. Dann analysiert man das in Bruchstücken von Sekunden, was jetzt los war. Und meine Methode, die war ganz witzig. Ich bin abgeschwungen und habe so unter den Helm so ein bisschen ins Publikum geschaut. Und wenn nur vereinzelt die Fahnen geschwungen worden sind, dann war es meistens entweder die Bettina oder die Fans, die eigenen Frau Fans. Bettina, ja. Aber wenn die ganze Tribüne gewunken hat, dann bist du sicher gewesen. Mhm. Und Kitzbühel, ich mein, das 97 war so ein Tag. Ja, das ist bei euch halt ein einmaliges. Es ist Tagesverfassung, du musst einmal halt quasi siegen. Und da geht es um diese Hundertstel Sekunden. Wenn ich jetzt aber Daniela und Gabriele anschaue, ihr müsst ja quasi jeden Tag liefern. Gabriele, wie ist das? Ist es dann wahrscheinlich nicht Tagesverfassung, oder? Auch. Nein, nein, nein. Und dann vor allen Dingen, früher war es ja so, zum Beispiel, auch was das Privatleben dann anbelangt, dass man jeden Samstag und Sonntag zum Beispiel doppelt gespielt hat. Ja? Also das Leben hat sich eigentlich nur im Theater abgespielt. Entweder man war in einer Produktion oder man hat eine andere vorbereitet. Also am Vormittag hat man Proben gehabt für das andere Stück. Am Abend hat man dann das zweite Stück oder das schon herausgekommene Stück gespielt. Und eigentlich die einzigen freien Tage waren Weihnachten und der Karfreitag. Stimmt. Ja? Also mehr oder weniger durchgearbeitet. Wenn man gut beschäftigt war, hat man wirklich. Und das will man ja sein. Weil sonst ist man ja nicht in natürlich. Der man war ja froh, dass man ein schönes, festes Engagement hatte. Also das war immer mein Bestreben. Und da war ich ja dann auch 20 Jahre an der Josefstadt. Da war ich dann beruhigt. Weil ich immer ein bisschen Existenzangst gehabt. Ich habe immer gedacht, na, was ist jetzt? Ja, eine große Produktion. Da hat man gedacht, na, jetzt reißt man die Welt nachher ein. Na, war aber nicht so der Fall. Ja. Kann man nicht die Texte durcheinander bringen? Nein. Darauf möchte ich noch zurückkommen, nämlich auf das, ob wenn man jetzt einen Aussetzer hätte, Blackout. Aber wir haben auch zwei Zuspieler Aussetzer vorbereitet. Na genau, da reden wir gleich. Von der Gabriele Jacobi und auch von der Daniela Fahli. Zuerst die liebe Gabriele, das ist schon ein Zeitl her. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht, so gern und noch viel. Wovon ich sonst geglaubt, dass es zu sündhaft wär. So war mir nie, doch wir dann auf einmal den ersten Schritt mit mir gemacht. Wie süß! Ja, lange her. 69 war das, 69, Wahnsinn. Ja. Ja. Bin ich geboren. Ja. So alt bin ich. Du siehst toll aus. Ja. Du, weil du gesagt hast, Aussetzer. Also gab es auch so, dass man nicht mehr weiß? Natürlich. Bei Helden kann ich mich erinnern, mit dem Heldtau. Am Schluss das wunderschöne Lied Raina. Und da ging der Ton noch so hoch. Und es war irgendein Text vorher. Und im Lied ist er stecken geblieben. Und ich wusste überhaupt nicht, ich habe so einen Lachkrampf bekommen. Den hohen Ton habe ich überhaupt nicht mehr rausgebracht. Wir haben nur mehr gelacht. Aber das Publikum ist ja nett. Die haben das auch gern und die lachen dann mit. Aber im Moment denkt man, die Welt geht unter. Es wird das Blut schießt in den Kopf und die Ohren noch sausen und man weiß überhaupt nicht, man glaubt, die Welt geht unter. Ist dir das auch schon passiert, Daniela? Aussetzer, Lachkrämpfe, ja. Vor allem noch in der Zeit in der Volksoper, wo wir einfach auch wirklich viel Komödie gemacht haben und viel Operette. Da passiert das. In dem Stimmfach, wo ich dann schlussendlich angekommen bin, eben als Koloratursopran, das ist eben das Fach so Königin der Nacht und Serenetta in Ariadne und so, da bin ich ja so dankbar, dass ich heute endlich in meinem Leben mal auf Spitzensportler persönlich treffen darf, weil ich ja immer sage, das glaubt man vielleicht jetzt so als Zuschauer gar nicht so, wie ähnlich mein Job als Sängerin dem Sport. Des Spitzensportlers ist. Also bei uns sind es halt 2x2 Zentimeter, die hier permanent arbeiten. Ja. Und bei der kleinsten Verkühlung, wie gerade jetzt oder so, dann ist gleich ganz Katastrophe. Und alles, was ich hier höre, unterschreibe ich zu 100. Es ist so dass gleich. Dass der ganze genickt, wie der Fritz. Ja, nur. Ja. Also ich habe gesagt, mein erstes Engagement in der Oper, wo ich als Fiakermilli rausgeworfen werden haben durfte, sein. Also das war total genial, ja. Aber ich stand da dort und ich wusste jetzt nicht. Und da habe ich bemerkt, was mental hier wirklich mitspielt, ganz massiv. Also entweder ich mache mir jetzt vor Angst wirklich total in die Hose, oder ich
denke jetzt wirklich nur vorwärts, keine Sekunde rückwärts, ja. Und hau mich da jetzt die Streif runter. So, ich habe es auch wirklich wörtlich immer so genannt. Ich hau mich die Streif runter, weil das waren Koloraturen, die sind so schwierig, wo ich ohne Orchester lang Koloraturen singen muss und dann am richtigen Ton landen muss, wo Editha Gruber-Rowa in meinen Stiefeln davor, Rita Streich, all die größten Sängerinnen, also. Ja. Die Erwartungshaltung war riesig geschürt durch netterweise Herrn Welser Möst und Jan Holländer. Mhm. Also es war medial auch schon sehr ausgeschlachtet sozusagen irgendwie. Und dann stehst du jetzt da und denkst, okay, das musst du jetzt einfach liefern. Ja? Und ich habe gewusst, also entweder ich packe das jetzt oder das war es wahrscheinlich für alle Zeiten. So habe ich es mir irgendwie gedacht. Ja? Aber du gibst auf der Bühne immer alles. Ich war begeistert und nicht nur ich. Schauen Sie selber bei diesem Ausschnitt jetzt. Wahnsinn. Daniela Falli in Action. Spür ich ne Dame vor Paris, die Gattin eines Herrn Marquis. Da kommt ein junger Graf ins Haus, der geht auf meine Tugend aus. Technisch schön. Perfekt, toll. Schön Bravo. Anzuschauen. Ein Wahnsinn. Hast du nicht in einem Interview mal gesagt, dass du auf der Bühne gespürt hast, dass du dich viel mehr gespürt hast und ein größeres Selbstbewusstsein hast als im privaten Leben? Ja, das war das, warum ich dann überhaupt mir getraut habe zu überlegen, dass die Bühne für mich in Frage käme, war eben, dass ich bin ja sonst so, ja, eine relativ graue Maus, wenn ich irgendwo reingehe. Aber wenn ich dann auf der Bühne stand, habe ich so gemerkt, okay, spürt, da ist oh mein Gott, also ich habe da überhaupt keine Angst. Das fühlt sich an wie das Wohnzimmer irgendwie. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, das ist ein... Und dann war dazu eben diese innere Stimme, die ich auch bei immer... Bei uns hat man da immer gesagt, das ist dann eine Rennsau, sozusagen, der was beim Rennen besser ist als beim Drehen. Ja. Also das gibt es durchaus im Sport auch. Mhm. Das ist ganz ähnlich. Da habt ihr schon recht. Ja. Also wir... Skifahrer sind ja Einzelsportler, stehen allein am Start, aber die Vorbereitung ist immer im Team und Erfolg also, ohne Team ist bei uns beim Kochen wird das beim Kochen heißt das die berühmte Sprache mise en place. Hast du vorher nicht alles vorbereitet und das kommen ja dann 100 Gäste und wir kochen 8-10 Gänge. Da muss ja jeder... Und dann allein schafft das auch. Allein schafft das gar nicht. Da muss jeder Handgriff passen. Und wenn wir anrichten, muss das wirklich sitzen. Daniela, oft sind es ja dann sozusagen nicht die Coaches, die die Sportler haben oder auch, weiß ich nicht, Moderatoren oder so, sondern die Partner, die einen ja auch. Du bist verlobt bist du, verheiratet bist du nicht. Endlos verlobt sind wir, genau. Seit 19 Jahren ewig verlobt. Seit wann? Ach, mein Gott. Das sind jetzt schon 7 Jahre oder so, glaube ich. Ja, das ist Eltern einer kleinen Tochter. Genau, ja. Und er ist ja auch Sänger, der Gustavo, dein Verlobter. Gibt es da von ihm so ein bisschen eine Analyse nach einer Premiere, so wie es der Fritz hat? Ja, ist das gut, wenn zwei Künstler, das ist immer die große Diskussion. Ja, natürlich ist es gut, weil der Mensch halt dasselbe macht, aus demselben Stall auch kommt sozusagen, kennt alle Themen und so weiter. Ja, Herausforderung ist, dass man noch über was anderes auch noch redet und andere Sachen halt auch noch findet, was man gemeinsam hat. Ihr seid ja, du bist ja auf der ganzen Welt unterwegs, kann man sagen. Also ob das jetzt ist China, Dubai, ganz Europa, in den ganzen großen Häusern. Genau. Und dann ist aber das Kind, er ist ja auch unterwegs. Wie macht ihr das? Ja, also ich bin eben jetzt durchs Kind auch ein bisschen sesshafter geworden in Wien. Hatte die große Ehre, dass die Wiener Staatsoper, als ich gefragt habe, gesagt hat, ja, komm gerne wieder fix zurück ins Ensemble damals. Das war sehr, sehr nett. Jetzt tun wir das alles wieder ein bisschen mehr auflockern, weil die Kleine ist jetzt einfach schon größer auch. Und jetzt ist er halt sehr viel weg. Also das ist sicher nicht einfach. Ja? Also das brauche ich jetzt nicht da so tun, als ob das Leichteste der Welt wäre, dass man das da einfach sich auch erhält. Sehr viel Fliegerei, sehr viel Aufwand, sehr viel Organisation und... Und dann schafft ihr euch so Inseln, wo ihr euch dann habt? Das versuchen wir, ja, das versuchen wir. Jetzt steht natürlich das Kind auch sehr im Vordergrund. Mhm. Und oftmals auch so die Frage, wer ist jetzt mit ihr und wer ist dann mit ihr? Weil wir sind halt wirklich auch nur zu zweit. Ja, genau, also wir machen uns das wirklich, wir lösen uns das zu zweit. Hätten wir ein Dorf, das uns helfen könnte oder einen größeren Familienverband, wäre es toll, haben wir aber nicht. Weil es ist ja so, dass, glaube ich, auch der, also glaube ich, das weiß ich, du hast zwar Kinder, aber alle anderen nicht, gell?
Bei allen anderen Hund ist Hunde. Hunde. Ja, ja, das waren die Babys. Die Babys zu Hause. Das ist, glaube ich, schon auch, Gabriele, wahrscheinlich, da ist eine, ich sage jetzt, Belastung klingt jetzt so komisch, aber eine Last weniger, weil wenn man Kinder auch noch hat und das organisieren muss und glaub bloß nicht, dass die Hunde keine Belastung sind. Aber was für eine Belastung. Ich war, seit 2007 war ich auf keinem Urlaub mehr. Nein, wie viele Hunde hast du denn? Na, ich hatte, in meiner Hochzeit hatte ich 6 Hunde auf einmal. 6. Ja. Deshalb bin ich auch in das Haus meiner Mutter damals gezogen. Schön. Wie sie gestorben ist, haben wir es dann umgebaut. Und wenn man das unterteilen konnte, unten waren die Großen und oben waren die Kleinen. Nein. Ja. Da haben wir aber nur Angestellte gehabt, da konnte man sich noch leisten. Bist du engagiert im Tierschutz oder bist du einfach so begeistert? Aber natürlich und viele, viele Jahre. Jetzt habe ich gerade so eine Geschichte erlebt, über die ich sehr schwer seit einigen Monaten hinwegkomme. Da hat man mich so betrogen. Ich habe einen Hund nicht ich vergeben, sondern zu einer Pension gegeben. Dort hat man ihn weitergegeben. Und ich habe gesagt, ich möchte natürlich immer den Kontakt haben und alles. Und dann hat man mich, ich habe ihn nicht mehr, den Schnauzermischling Filou. Ich bitte das Publikum, wenn Sie das sehen. Ein mittelgroßer, mit langen, schönen Beinen, ein dreifärbiger Schnauzler. Wo ist er? Ich will ihn nicht zurückhaben. Ich will ihn niemand wegnehmen. Ja, du willst aber nur wissen, dass es ihm gut geht. Ne? Ich will nur wissen, dass es ihm gut geht, weil er war sehr krank vorher. Und ich habe so viel investiert. Du wirst im Hundehimmel einmal landen. Auf das wünsche ich mir. Du läufst offene Türen ein. Ich komme zu dir. Wenn es im Himmel keinen Hund gibt, da will ich dort gar nicht hin. Du, Thomas, wie jetzt die Gäste erzählt haben von dieser mentalen Stärke und so. Wie wichtig ist das denn? Was haben alle erfolgreichen Menschen gemein? Ich weiß es nicht, ob man es so verallgemeinern kann, aber die mentale Stärke ist wesentlich wichtiger, als sie eingeschätzt wird. Ich glaube, sich vorzustellen, dass man etwas geschafft hat, das wirklich in Gedanken schon zu leben, sich dem wirklich voll hinzugeben, dieses Gefühl zu spüren, das kann nur helfen. Und das muss man aber auch üben. Das muss man lernen und das muss man üben. Und ich, weißt du, bei Erfolg sage ich ja immer, Erfolg, R-Bindestrich folgt. Und Wichtigste halte ich, wirklich dem Erfolg nicht hinterher zu rennen. Du siehst nur sein Hinterteil, sonst gar nichts. Du musst vor dem Erfolg laufen und der Erfolg erfolgt dann. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke, dass das Leute übersehen. Man versucht, Erfolg auch zu erzwingen manchmal. Das ist ja alles menschlich, jeder macht das aber. Aber das geht zu 99,9% geht das schief. Wenn du tust, was du wirklich gerne tust, wenn du es mit bester Technik, mit bester Möglichkeit, mit bestem Training tust. Und wenn du dich auch darauf einstellst, dass du sagst, ja, ich will nicht nur Erfolg haben, sondern ich traue es mir zu. Ich habe diese Möglichkeit, ich habe das Potenzial und ich stelle mir das vor und ich gönne mir jeden Tag 10 Minuten, in denen ich mir ausmale, wie schön das sein wird, wenn das geklappt hat und wen ich als ersten anrufe. Dann ist das eine Sache, die einfach unterstützt. Kommt es dann immer genauso? Nein. Kommt es dann öfter so? Ja. Und deswegen halte ich das für so wichtig. Du, in vielen deiner Bücher, also jetzt nicht die Jugendbücher und die Kinderbücher, sondern die Erwachsenenbücher, bist du ein bisschen so fast wie ein Lebensberater geworden. Aber hast du da Ausbildungen genossen oder kommt das alles aus deinem Bauch? Ich habe mein ganzes Leben lang immer Leute an meiner Seite gehabt, die mich begleitet haben, die mich zum Teil gecoacht haben, unterstützt haben, von denen ich gelernt habe. Ich habe in meinem Leben sehr viele Seminare besucht. Warum? Weil zum Beispiel Erfolg zu haben, ist etwas Wunderschönes, aber du musst einmal damit umgehen können. Und mein Schlüsselerlebnis war, als ich in die Höhe geschossen bin, auf der Bestsellerliste 8 Plätze belegt habe oder so, ich war überhaupt nicht glücklich. Ich war todunglücklich, weil ich mich nur unter Druck gefühlt habe, weil ich den Eindruck hatte, die Verlage starren nur auf mich hin, ich muss den nächsten Erfolg machen. Also mir hat es die Luft abgedrückt. Und das war der Moment, wo ich gelernt habe, nein, leben möchte ich anders. Und ich möchte lernen, mit mir umzugehen, mit allem rund um mich umzugehen. Und ich kann jedem nur raten, sich das zu suchen, wo er das Gefühl hat, das bestärkt mich, das begleitet mich, das unterstützt mich. Ob das jetzt Menschen sind oder Kurse oder Videos, was auch immer. Und wie wichtig ist dein Partner für den Erfolg? Der Ivo ist ein ganz ruhiger, zurückgezogener Mensch, der ja früher Bäcker und Koch war, das aber lange hinter sich gelassen hat, der jetzt kocht. Ja, ich lebe sehr verwöhnt. Der jetzt malt mit großer Freude und der sich auch um unser Leben kümmert, um unseren Hund auch, das wäre sonst auch nicht so möglich.
Er ist jemand, wenn ich dem sage, du, ich weiß nicht, ob das wird, wenn ich voller Zweifel bin, wenn ich sage, ah, ich glaube, das wird nichts und so weiter. Der sagt ja, und von dem stammt das Motto meines ersten Ratgebers, tu es einfach und glaub daran. Ja, genau. Tu es einfach und glaub daran. Und dieser Mensch ist er. Und er weiß mittlerweile, dass ich bei jedem Buch bei Seite 89 komme und sage, ich glaube, die Geschichte wird nichts. Dann sagt er, du bist auf Seite 89, setz dich hin und schreib weiter. Oder trink ein Glas Wasser. Und das braucht man auch im Leben, Leute, die einen da runterhalten, sich nicht ins Drama verwickeln lassen. Aber er steht sehr beständig an meiner Seite und unterstützt das. Und bei dir, Gabriele, bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, ja, ja, zum zweiten Mal, ja. Und wie lange schon? 35 Jahre jetzt schon. Ja. Also eine sehr gute Partnerschaft. Ja. Das heißt, dein Mann hat das natürlich auch... Mein armer auch Mann, der muss meine Hunde ertragen. War kein leichtes Leben, glaube ich. Wer ist zu Hause? Wer kocht und wer macht alles? Na, ich koche. Ich koche jeden Tag und der ist so hakelig. Furchtbar. Das ist er nicht und das ist er nicht. Was ist das nicht? Nichts Überbackenes und nichts mit Rahm. Alles das, was ich gern esse und was dick macht. Oh, Apropos, das war ja auch Furcht beim Theater, nicht? Das kommt ja noch so, dazu. Erzähl, das musst du noch erzählen. Diese grauenvolle Sache, dass man sich immer kasteien musste, ja. Also leider Gottes hatte ich nicht dieses Glück, so schlank zu sein und Trickst, ja, eben. Naja, das ist ja jetzt erst. Und auch da war es immer sehr füllig und eigentlich habe ich, wie ich 17 war, hätte ich schon die Rollen von 30-Jährigen spielen können nach der Figur. Aber natürlich vom Aussehen und von der Art und von der Stimme war ich es nicht. Also das war eine große Diskrepanz. Und damals haben alle gesagt, naja, die ist ja viel älter, die haben mich viel älter gehalten. Ja, ja, ja. Aber ich war ein Kind eigentlich. Und hast du Diäten und sowas gemacht? Mein ganzes Leben. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt nicht mehr. Ich habe eine lustige Geschichte. No? Zu meiner Zeit gab es noch keine Ernährungswissenschaft. Oder man ist nicht informiert worden, was ich essen darf oder nicht. Ich hatte schon ein bisschen ein besseres, warst, ja, etwas stärker. Ein mehr warst, und ja, meine Funktionäre haben immer nur gesagt, iss weniger. Aha. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt hat es aber das Problem gegeben, dass bei uns am Eislaufverein ein Buffet gegeben hat und da hat es wunderbare Hotdogs gegeben. Mm. Die habe ich mir dann immer gekauft und gegessen, aber da waren die Funktionäre nicht dabei. Aber wenn ich da so einen Koch zu Hause gehabt hätte wie dich, na, das wäre problematisch gewesen. Naja, nein, mir hätten schon was Gutes. Genau, du hättest mich so eingekocht, dass ich trotzdem schlank geblieben wäre. Ne? Unbedingt. Ich gebe dir Gäste, die zu mir kommen und dann wirklich 6, 7 Gänge essen und sie sagen dann, wie schaue ich dann aus, wenn ich hinausgehe? Sage, du gehst hinaus und hast 2 Kilo leichter. Das geht alles. Die ganzen Hollywood-Stars, die haben ja alles so Köche wie den Harald, also vielleicht nicht so wird, Haubenköche nein, wie es ich. Wird aber, es wird ja immer ganz, weil heutzutage ist ja das auch bei uns sämtliche Intoleranzen, Laktose, was die Gäste alle, genau, die kommen ja gleich zu uns. Wir müssen ja eigentlich schon fast agieren wie ein Arzt. Na, schrecklich. Ich habe oft fast Gäste, da sage ich, das nächste Mal kommen Sie bitte mit dem Arzt, dann kann ich leichter kochen. Und da muss man sich das vorstellen, wie wir da agieren müssen und wie schnell, weil die kommen mit 4, 5 Leuten und da sind 2, 3 dabei, die sagen, na, das ist ich nicht, das mag ich nicht, die Toleranz habe ich. Und das Beste ist dann, wenn manche sagen, ich habe ganz vergessen, vegan bin ich auch noch. Du, Harald, kochst du zu Hause auch? Natürlich. Aha, also du bekochst deine Edith? Sie wird bekocht von mir. Ich denke mir immer, wenn ich einmal zu Hause bin, will ich auch was Gutes essen. Das ist eine Freche. Im letzten Winter hast du sehr viel und sehr gut gekocht zu Hause. Ja, richtig. Das war das Schöne auch, weil du ja gesagt hast, okay, gut, wir haben sehr viel, manche Gäste, die jetzt kommen, die sagen zu mir, du hast wirklich zu Hause sehr viel trainiert. Ne? Das schmeckt viel besser, sag ich, ja, wir bemühen uns noch mehr. Nein, aber man kann sich ganz auf den Gast einstellen. Und das ist die meiste Schwierigkeit. Oder auch der Stammgast, der kommt und sagt, du, heute will ich das haben. Und bekommst du sowas? Sage ich, natürlich. Eins muss ich noch sagen, Punkt Erfolg, weil auf deinem Weg nach oben, also die Ausbildner, die Meisterköche, die Lehrherren, die haben zu dir gesagt, auf dem Weg dahin wirst du viele Freunde verlieren auch, weil du musst dich konzentrieren, du musst fleißig sein, diszipliniert sein. Auch das gehört, glaube ich, ein bisschen dazu. Man muss schon auch Kompromisse eingehen oder total, auch Opfer bringen. Du verlierst sehr viele Freunde. Aber ich sage immer wieder einen Spruch von mir,
die guten Menschen, Gott sei Dank, die siehst du immer wieder, die Bösen nicht mehr. Ja. Genau, richtig. Das ist so. Weil was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist, wie man mit Niederlagen umgeht. Aber wenn ich euch jetzt so anschaue, hat ja keiner von euch Niederlagen? Ja, haben sie. Ja. Ach, aber wo? Und in der Gastronomie, das geht ja so schnell. Ne? Du hast einen Betrieb aufgebaut und dann ist auf einmal irgendwas passiert, danke. Ja, und du hast auf einmal denkst, das gibt es gar nicht. Und, da, und was macht noch, man dann? Was macht man dann? Na, dann geht bist du wirklich einmal down. Ne? Und dann hast du so die sogenannten Freunde, die. Typisch wienerisch, das haben wir eh schon gewusst. Ja, das haben wir schon vorher. Sie haben ja schon ganz vorher gewusst, dass das alles eben wirklich nicht so gut wird. Und das aus der Gastronomie, das geht so schnell. Du, Daniela, bist du quasi schon auf die nächsten Jahre gebucht? Nein, nicht wirklich. Ein bisschen schon. Ja? Aber bei mir hat sich jetzt eben durch die Geburt meiner Tochter hat sich halt auch einiges verändert in meiner Perspektive. Also dieses Kind war ja ein absolutes Wunschkind und sie hat absolut Priorität Nummer eins. Ich kann hier wirklich sitzen und darf sagen, ich habe viel mehr erreichen dürfen, als ich mir eigentlich jemals erträumt hätte sozusagen. Mhm. Ich durfte 25 Jahre lang top egoistisch dieses Leben auskosten und genießen. Und ich erweitere es jetzt einfach auch. Ja? Also ich unterrichte mehr, ich möchte mehr in die Selbstbestimmtheit auch gehen, ja, in die Selbstständigkeit und einfach auch sagen können, jetzt möchte ich mal Familienzeit haben und jetzt möchte ich nicht immer im permanenten Hamsterrad sein. Na, das glaube ich nicht mehr, aber nein, wir sind wunderbar glücklich so. Ich habe jetzt auch eine Freude im Innehalten einfach feststellen dürfen, ja, und habe mir dann gesagt, ein bisschen weniger Hamsterrad geht auch irgendwie, ja. Ich möchte noch kurz erwähnen, die Gabriele engagiert sich sehr für den Verein Künstler helfen Künstlern. Ja. Gibt es immer wieder Flohmärkte. Wir haben wunderschöne Sachen, so schöne Kleider und um einen tollen Preis. Hast du also quasi den Job von der Lotte Dobisch übernommen? Ja, also es war ja auch ihr Wunsch, dass ich Präsidentin werde. Genau. Ja. Trixi Schuber wird ein neues Buch schreiben. Es wird viel gehen, eben auch wahrscheinlich Ernährung und Disziplin. Ja, genau. Ja, und das ist eben in der heutigen Zeit sehr wichtig. Bewegung im Freien ist wichtig. Das macht wahrscheinlich der Fritz eh in Kärnten die ganze Zeit. Das Gute ist, als Abfahrer kann man ruhig ein bisschen mehr Gewicht haben. Also das passt dann. Und muss ein bisschen schleichen lassen. Aber ich komme zu dir essen. Aber eins würde ich nicht. Wenn ich beim ÖSV was zum Reden hätte, ich würde den Thomas einladen, also seine Ansätze, Erfolg zu haben, den Erfolg passieren zu lassen. Also ich würde ihn beim Skiteam einmal einladen für die Jugend. Da war er eh schon, warst du schon? Nein, war ich nicht. Ja, also, ich glaube, das war ein guter Schritt, weil die Ansätze wirklich gut sein. Und ich freue mich aufs Kochen gemeinsam mit dir. Das machen wir. Ja. Ich werde was Gutes kochen mit deinem Beef. Das wird wunderbar. Und ein paar Kleinigkeiten. Das Wasser läuft uns jetzt schon im Mund zusammen und wir freuen uns auf die nächsten 500 Bücher von Thomas Brezina. Meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlichst bei euch, wünsche alles Gute weiterhin, viel Erfolg mit allem, was ihr so tut und plant. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Baba. Ihnen liegt ein Thema am Herzen? Sie möchten andere überzeugen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98. Wir hören Ihnen zu.